So, herzlich willkommen, Klicker Hero, Folge 59. Ja, es ist mittlerweile 13 Uhr statt 8 Uhr. Die Lieferanten haben sich sehr viel Zeit gelassen. Das heißt, mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich werde jetzt erstmal eine Klicker Hero Folge aufnehmen. Hatte ich auch einiges getan. Ich hatte gerade eine Ascension, die ich eigentlich bis heute früh machen wollte, bis Aufnahme. Allerdings hat es jetzt ein bisschen gedauert, deswegen habe ich die Ascension schon jetzt neu ascended. Hatte aber in der Ascension sage und schreibe 26.000 Hero Souls. Und wir haben auch Level 800 bei weitem geknackt. Wir waren vor der Ascension jetzt gerade bei 824. War ganz geil. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch ein bisschen boostern lassen durch unsere Söldner. Da hatten wir ja hier unten drei sehr gute Quests. Die habe ich tatsächlich alle genutzt. Hat doch was gebracht, ne? Wie gesagt, 26.000. Dementsprechend ist jetzt halt die Frage, was wir mit denen machen. Ich bin irgendwie tatsächlich dafür, Dinge noch weiter zu skillen. Jetzt endlich mal. Wisst ihr was? Bam. So. Oh, da würde ich mal sagen, wenn wir vorher mal speichern. Oh, ein neuer Primal. Sehr schön. So, ich speichere mal ganz kurz. Bap. Bap. Ja. Und dann gucken wir mal. Oha, das wird sehr schnell sehr teuer. Ah, 6.000 mache ich noch und dann mit dem Rest warte ich erstmal. So, gut. Ja, schon hat man gemerkt, es ist mit einmal wirklich langsamer geworden. Macht halt schon einen Unterschied, ne? Ob man hier 28.000 oder nur 11.000 hat. Weil das ist hier derzeit halt schon ein ganz schöner Batzen, den wir hier an Bonus haben. Durch die Hero Souls. Na gut. Allerdings habe ich ja mit der Ascension gerade eben, da hatte ich ja auch nur 4.000 oder 3.000 oder 4.000 gehabt. Und wie gesagt, damit kam auch schon bis Level 800 noch was. Ich hoffe einfach mal, dass wir in der Ascension auch wieder relativ weit kommen. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues. Außer, dass wir hiervon jetzt eine stärkere Version bekommen haben. Wir hatten praktisch, also ich habe gerade genau das gleiche Geld nochmal bekommen. Der ist aber allerdings stärker auf Libertas ausgerichtet. Wie man sieht, ich habe den jetzt schon ein bisschen hochgelevelt und der hat schon plus 17 Level für Libertas. Das ist geil. Außerdem hat er auch nochmal 9 Chests für Misime, der uns mehr Gold für Schatzkisten gibt. Heißt also, wir haben nochmal ordentlich plus bei Gold durch Monster, wenn idle. Und wir haben nochmal Gold extra von Treasure Chests. Also Schatzkisten. Ja. Ist also ganz cool. Ansonsten, ja, viel mehr hat sich nicht geändert. Nö. So, dann hoffe ich mal, ich kriege jetzt hier noch mehr Hero Souls. Vielleicht knacken wir in dieser Ascension die 30.000 Hero Souls. Wäre schon ganz cool. Wie sieht es denn hier aus? Aha, wir haben schon 13.000, klar. Wir haben schon 13. Und uns fehlen noch 23 bis zum nächsten. Na, das sollten wir in der Ascension locker reinbekommen. Ja, uns fehlen bloß noch 2. Habe ich natürlich auch hier. Klar, die Fische. Ne? Und heißt also, es fehlen uns noch bloß noch 2. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Dann können wir bei der nächsten Transcension gleich mal instant hier Klicke senden. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir bis dahin sogar noch mehr, ne? Dass wir hier vielleicht sogar schon 100 haben, weil bis zum nächsten Transcension dauert es ja halt noch ein bisschen. Und vielleicht kriegen wir bis dahin sogar schon 100 zusammen, da können wir gleich 2 Quick Ascensions machen. Das würde uns dann nochmal extrem boostern. Müssen wir schauen, aber wie gesagt, rein theoretisch reicht eine Quick Ascension auch erstmal aus, weil alles, was wir in der nächsten Quick Ascension oder immer am Anfang brauchen, ist halt hier unser Diesel Monster, der Jaggernaut. Dass wir halt ja uns praktisch durch die erste Ascension durchboostern können mittels der Combo und unseren Klickern hier.
Allerdings, was mir halt mir persönlich halt ein bisschen lieb, wenn wir hier noch ein bisschen Reserve hätten, dass wir durchaus zwei kaufen können, weil wir haben bei der nächsten oder bei der letzten Transcendence ja gemerkt, wie viel Pech man haben kann. Ne? Wo wir einfach mal alle sieben dafür verbraucht haben, überhaupt ihn zu bekommen. Weil wir sechsmal überholen mussten oder so ein Scheiß. Das war natürlich nicht sehr schön. Von daher. So, wir können denen übrigens noch ein bisschen was geben. Ja, mittlerweile haben wir so viel Booster, dass wir ihn bloß noch auf Level 275 leveln müssen, um ihn zu kaufen. Ne? Wir wissen ja noch, beim ersten Mal, als wir ihn gekauft hatten, mussten wir ihn dafür auf Level 400 bringen. Jetzt reicht schon weniger als 300 Level aus. Ja. Ansonsten, um ihn zu bekommen, müssen wir ihn auf mindestens 375 leveln. Das ist so bei der letzten Ascension so der Fall gewesen. Ab 375 können wir dann auf ihn umschwenken. Und ich hatte in dem letzten Run auch für die nächste. Und da hatte ich ihn auf 475. Das heißt also, wir haben praktisch pro Helden brauchen wir 100 Level mehr, um zum nächsten Helden zu kommen. Ist ganz witzig. So, was geht hier ab? Warum ist das so langsam? Oder? Ne, kommt mir nur so langsam vor. So, noch drei, dann haben wir wieder hier was. Tja, ansonsten wäre es jetzt auch gerade erstmal nicht. Was jetzt hier nennenswert wäre. Wir könnten das hier gleich nutzen, aber ganz ehrlich, das lasse ich mir lieber. Machen wir dann vielleicht in der nächsten Aufnahme. Weil heute werden die Aufnahmen relativ schnell aneinander kommen, weil es ist jetzt auch schon 13 Uhr. Da werde ich jetzt auch bald denn die Extermination. Nee, was kommt denn heute dran? Heute kommt Doom Eternal ran, oder? Genau, doch, heute kommt Doom Eternal ran. Ja, das heißt, wir werden auch wieder Doom Eternal aufnehmen. In der Hoffnung, dass das nicht. Oh, nicht reinklicken. In der Hoffnung, dass das nicht wieder so eine Map ist, wo ja die ewig dauert. Und 3 Jahre. Und dann werde ich schon relativ zeitnah, also so 17 Uhr vielleicht, 16 Uhr, je nachdem, wann die nächste Lieferung kommt, werde ich dann nächste Aufnahme machen mit ja, Doom Eternal. Nee, doch, ja, also Doom Eternal und dann im Anschluss gleich danach dann nochmal Clicker Heroes. Und die dritte Clicker Heroes Aufnahme, die werde ich dann wie geplant so gegen 20 Uhr schaffen. Das heißt also, jetzt zwischen den Aufnahmen sind im Durchschnitt nicht mehr 6 Stunden heute, sondern plus 3 Stunden. Von daher, mal gucken, was wir heute so schaffen. Aber ich hoffe mal, die 30.000er Grenze werden wir heute knacken bis zur dritten Aufnahme. In 6 Stunden dürfte das machbar sein, auf jeden Fall. Ja, dann mal weiter gucken. So viel zu dem Thema. So, wir gucken uns mal die Builds an. 710 ist ja eher so. Ah, wir können einfach Open All machen, ganz ehrlich. Bam. Das müssten 10 Stück sein, die wir jetzt bekommen haben. So. Oh, sogar die beiden haben jetzt jeweils ein Geld noch dazu bekommen. Ja, wie gesagt, Terra hatte ich halt auch schon. Und ja, dementsprechend habe ich ihr auch gleich 5 Guilds gegeben. Weil sie hatte halt leider keinen einzigen. Schade. Tja, auf jeden Fall regeln wir uns immer mehr Richtung ihn. Ich meine, gut, wir haben noch über 12. Ja, noch 10 Monster oder Monster. 10 Helden vor ihm. Das wird also noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, nehme ich auch frühestens in der nächsten Transition Angriff, da überhaupt dran zu kommen. Aber wir sind tatsächlich schon mal relativ weit. Also ich hätte nicht mal gedacht, dass wir überhaupt den hier erreichen. Oder die hier. Keine Ahnung. Durch den Guild ist die jetzt eingekleidet, aber glaube ich, war das ein Vibe. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung. Ja. Warum? Ah, ist langsamer. Na los, bloß noch ein E51. Kann ich mal eine Treasure Chest kommen? Bitte, ich bitte drum.
Treasure Chest. Bitte komm. Kein Primal, schade eigentlich. Ja, wie sehen eigentlich gerade unsere Werte überhaupt aus? Also, Libertas haben wir plus 9. Also, siehst du, wir können auch hier reingucken. Ich schon wieder. Libertas. Boah, plus 26 Level mittlerweile schon durch die Reliquien. Ah, langsam machen die sich bezahlt. Hier habe auch schon plus 11 Level. Plus 17, alter Schwede. Nice. Das gefällt mir. Ja, hier leider gar nichts. Hier wäre mal ein Level geil, ne? Arschlöcher. Ja, hier haben wir plus 6, obwohl wir den ja nicht wirklich aktiv nutzen. Aber durch den ich gerade hier bekommen habe, der levelt halt auch Juggernaut. Und dementsprechend natürlich hier, ne? 16 Level schon. Wir könnten dem also noch mal 4 Level geben, dann hätten wir hier schon 0,2%. Aber ja, nee. Wie gesagt, derzeit nutzen wir den nicht und bis zur nächsten Transcension werden wir den noch nicht nutzen. Und bei der nächsten Transcension sind den ja sowieso alle weg. Von daher wird er erstmal komplett zurückgefahren. Den brauchen wir soweit erstmal nicht. Und was ich am Überlegen bin, ist er. Weil ist halt geil. Aber kostet halt auch viel Geld. Ein einziges Level kostet schon 100 Timo Souls. Naja. Da sind die hier wesentlich preiswerter. Ne, doch nicht. Quatsch, was erzähle ich denn da? Schwachsinn. Der am preiswertesten ist, den haben wir ja gar nicht. Und zwar. Ne. Der hier praktisch pro Level immer nur ein Hero Soul kostet. Der uns praktisch immer pro Level 11 Hero Soul Bonus gibt, heißt also einen mehr als wir so schon hätten. 1% mehr. Der kostet ja, egal wie hoch er gelevelt ist, pro Level immer eine Hero Soul. Und ansonsten, abgesehen von ihm, ist halt das preiswerteste das hier mit so viele Hero Souls wie Level ist. Heißt also, Level 500 kostet 500 Hero Soul. Was geht? Im Vergleich zu dem hier. Nee. Aber im Vergleich zu dem hier, der einfach mal, ja, schon bei Level 10 2000, nee. Also Level 10 hat 1024 gekostet. Und Level 11 würde 2048 kosten, warum auch hier immer 49 jetzt ist. Das macht mathematisch nicht wirklich Sinn. Okay. Kann sein, dass irgendwas seinen Preis beeinflusst? Wie kommen die auf diese krummen Werte? Das ist das gleiche wie hier unten, der eine Typ, wo hier. Wer ist denn das? Achso, der nächste. Der halt nicht 1E70 kostet, sondern 9,999E69. Gut, musst du denken. What the fuck? So, können wir den schon mal ein bisschen hochleveln? Oh, steht doch Atlas schon quasi vor den Türen. Ist ja doch ganz geil. Schon wieder kein Primal, danke dafür. So, 1,2. Hey, wow, können wir gleich wieder in den nächsten Call. Lol, warum jetzt so viel? Lol. So, damit ist der jetzt auch fertig und wir können uns jetzt auf ihn konzentrieren. So. Nochmal schöne Treasure Chest. Oh. Okay, kann ich mich mal sagen, mache ich mit der Aufnahme jetzt auf Feierabend. Ist eine relativ kurze Aufnahme, aber gut, ist halt heute alles ein bisschen out of order. Nee, aber zumindest ein bisschen abweichend. Von daher würde ich einfach mal sagen, schau mit V.